So, ich fülle eine Ladung auf. Das ist ein Kessel, wo mal Lack war. So, in dieser Größenordnung, etwa 30 cm. Einfach irgendwelche Holzreste, also Äste. Tannenzapfen. Solches Zeug geht auch. So. Voilà. Deckel drauf. So, nochmal zur Erinnerung, da sind Löcher, damit das Holzgas entweichen kann. Das kommt, da kommt zum Teil eine Flamme raus. So. So, und dieser Kessel kommt jetzt in den Steinkohleofen. Man kann das auch in einem offenen Feuer machen, wo man ringsherum um den Kübel Feuer macht oder im Schmiede links und rechts davon Feuer machen sollte auch gehen, werde ich probieren. Und jetzt hier im Steinkohleofen hat sich das bewährt. Das kann es geben. Ich nehme da einen Deckel als Schutz, damit ein bisschen Hitze vom Kessel abgehalten wird. Und dann kommt der da so rein. Hat kaum Platz. So. Ein bisschen stark die Flamme. Kann sein, dass es mir verbrennt. Und ein bisschen schräg der Kessel. Kriege ich nicht besser hin. Da ein bisschen Ziegel ran als Isolation. So, es darf nicht zu heiß sein. Warm genug ist es in einem Steinkohleofen sowieso. Voilà, schließen und Ventilation wieder anschalten. Brazza, Ventilation läuft. Nach ein paar Stunden sollte ich selber gemachte Holzgrillkohle haben. Da sieht man, wie Holzgas rauskommt aus diesem Loch da. Das hilft also mitheizen. Der Prozess scheint noch nicht fertig zu sein. Ich glaube, ich kann das über Nacht da drin lassen. Das Feuer ist nicht mehr so stark. Sollte dann nicht alles verbrennen. Also das ist eigentlich eine ökologische Art Kohle zu machen, weil das Holzgas heizt ja gerade mit. Noch das Resultat der zweiten Ladung kontrollieren. Sieht eigentlich auch sehr gut aus. Schön schwarz, keine weißen Aschenrückstände. Tönt auch ganz ideal, wenn es so. Glasig tönt. Ideale Kohle. Das war jetzt über Nacht im Ofen und es wurde nicht mehr allzu heiß und ist optimal gelungen. Keine weißen Ascheränder, alles schön schwarz. Super. Also, es ist ziemlich leicht mit diesem Lackiertopf da Holzkohle zu machen.
zweimal optimal gelungen.